Ja, jetzt bitte ich Georg Burg bitte auf die Bühne und erzähl, was dir am Herzen liegt. Ja, danke. Hallo zusammen. Ja, erstmal Hanfparade. Ich glaube, 22. Ausgabe. Eine lange Zeit und ich werde immer wieder gefragt, was bringt das überhaupt mit der Hanfparade? Macht es überhaupt irgendwie Sinn, da hinzugehen? Ist jetzt so lange Zeit her und Cannabis ist immer noch nicht legal und so weiter. Und ja, stimmt. Also die Teilnahme an Parade alleine wird uns nicht die Legalisierung bringen. Vollkommen richtig. Genauso wenig wie ein Leserkommentar irgendwo zu schreiben, wie in einer DHV-Ortsgruppe aktiv zu sein. Das alles alleine bringt uns nicht die Legalisierung. Aber das alles zusammen wirkt. Das sind tausende kleine Impulse, tausende kleine Kugelschläge, die sich zum Sturm zusammenbrauen. Ich habe früher immer mal von Politikern gehört, es muss mehr Druck aus der Bevölkerung kommen. Das Thema muss präsent sein, da müssen Leute sich melden bei den Politikern, damit die aktiv werden. Das machen die nicht von alleine, bloß weil irgendwas sinnvoll ist wie die Cannabis-Legalisierung. Da muss Druck da sein. Und mittlerweile sind wir so weit, die Politiker spüren den Druck. Ich habe schon lange keine Beschwerde mehr darüber gehört, dass zu wenig Leute nach Legalisierung verlangen. Der Druck ist da mittlerweile. Also es lohnt sich auch zur Hanfparade zu kommen. Jede kleine Aktivität lohnt sich, wenn es nur irgendwo ein Leserkommentar ist. Und ja, es passiert langsam was. Ich habe hier in den letzten 10 Jahren öfter mal gesagt, der Wandel liegt in der Luft. Der Wandel ist greifbar, der wird bald kommen. Jetzt kann ich sagen, der Wandel hat begonnen. Wir sind mittendrin im Wandel. 2012 haben die US-Staaten Colorado und Washington State eine vollständige Legalisierung von Cannabis beschlossen, per Volksabstimmung, komplett durchreguliert, vom Steckling, vom Samen bis zum Verkauf im Fachgeschäft an Erwachsene. Zum ersten Mal vollständige Legalisierung, anders auch zum Beispiel als in den Niederlanden. Seitdem haben wir angefangen, die legalisierte Weltbevölkerung zu zählen. Und dieses Jahr gerade eben sozusagen Kanada dazu gekommen. Als erster westlicher Industriestaat, als G7-Staat, hat es nochmal ein ganz anderes Gewicht als alles, was vorher passiert ist. Bringt nochmal eine neue Menge neue Leute mit rein in die legalisierte Weltbevölkerung. Und es sind jetzt über 100 Millionen Menschen, die in Gebieten leben, wo Cannabis wirklich vollständig legal und reguliert ist. In Deutschland haben wir auch diesen Wandel, der ist auch bei uns schon da. Allerdings vor allen Dingen beim Thema Cannabis als Medizin. Da gibt es natürlich noch viel zu tun. Wir sind dran an den ganzen vielen kleinen Baustellen oder auch großen Baustellen und großen Problemen, die es da noch gibt. Aber immerhin, wir haben tausende von Patienten in Deutschland, die mittlerweile legal Hanfblüten aus der Apotheke bekommen. Viele sind sehr glücklich damit, nach jahrelangem Kampf, dass sie endlich ihre Leiden legal mit Cannabis behandeln können. Das ist ein Wandel, in dem wir schon mittendrin stecken. Auf der anderen Seite nimmt aber der Verfolgungsdruck noch weiter zu, immer noch. Letztes Jahr haben wir wieder neue Rekorde gehabt, über 200.000 Strafverfahren wegen Cannabis. Der ganz überwiegende Teil davon gegen Konsumenten, gegen einfache Konsumenten. Das ist kein Krieg gegen Drogen, das ist ein Krieg gegen Menschen, der da stattfindet. Und das ist ein fataler Irrweg, der endlich beendet werden muss. Die Chancen dafür, dass wir da tatsächlich jetzt endlich mal vorwärts kommen, stehen gar nicht so schlecht. Wir haben mittlerweile 3 Parteien im Bundestag, die für eine vollständige Legalisierung von Cannabis sind. Die FDP, die Grünen, die Linken, die sind auch alle hier mit Wagen, demonstrieren mit uns zusammen für die Legalisierung. Und sie drücken die Regierung mit ihren Anträgen im Bundestag, machen Druck. Das ist eben auch eine Situation, die wir so noch nie hatten. 3 Oppositionsparteien für die Legalisierung, auch da sieht man den Fortschritt. Und dieser Druck, der da gerade entsteht im Bundestag, damit muss sich die Regierungskoalition jetzt irgendwie auseinandersetzen. Die müssen sich dazu irgendwie positionieren und im Übrigen auch zu unserer Petition vom letzten Jahr. Die stärkste Petition, die stärkste Bürgerpetition 2017 von uns allen für die Legalisierung von Cannabis. Auch dazu muss sich diese Regierung positionieren.
Jetzt ist klar, CDU und CSU sind eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Aber was ist mit der SPD? Die haben sich vorsichtig aufgeschlossen gezeigt, besonders was das Thema kommunale Modellprojekte angeht. Hier in Berlin sind sie ja voll im Boot, auch die SPD trägt das mit, Berlin will Modellprojekte machen. Aber wie ist es im Bundestag? Okay, die Fachleute haben gesagt, ja, wir wollen die Modellprojekte, aber nimmt die SPD das Thema wirklich ernst? Wie wird sich die SPD zu dieser Petition positionieren? Kann sich die SPD das erlauben, die einfach abzulehnen? Ich hoffe nicht. Die Frage ist, nicht nur sagen die, ja, wir sind dafür, die Frage ist auch, gehen die zu ihrem Koalitionspartner, zur CDU, zur CSU, legen das Thema auf den Tisch und verlangen ganz massiv, dass sich endlich was ändert, dass endlich vernünftige Schritte gemacht werden zum Thema Cannabis als Medizin. Und ein Beispiel mal dazu, die SPD-Chefin Andrea Nahles hat in ihrer Zeit, als sie noch Juso-Vorsitzende war, einer Kampagne vorgestanden der Jusos zur Legalisierung von Cannabis. Aus dieser Zeit stammt dieser Aufkleber der Jusos, lasst Blumen blühen, legalisiert Hanf, mit einer Vorsitzenden Andrea Nahles. Ist also auch die Frage, nimmt sich Andrea Nahles nicht nur uns, sondern auch sich selbst persönlich ernst? Deswegen starten wir nächste Woche eine Videopetition, ganz neues Format. Schaut rein in den DHV-Kanal nächste Woche, da brauchen wir euch mal wieder. Ganz easy zum Mitmachen, ihr müsst einfach nur dieses Video gucken, liken und verbreiten. Den Rest machen wir dann. Wir werden die SPD dazu auffordern, das Thema ernst zu nehmen, eben ernsthaft damit zum Koalitionspartner zu gehen. Und wenn wir dann von der SPD das Signal kriegen, jawohl, wir sind im Boot, dann gibt es auch noch eine Videopetition an die CDU. Also, mit eurer Hilfe haben wir eine gewisse Chance, dass wir sehr bald ernsthafte Fortschritte sehen in der Cannabispolitik. Und wenn das nicht so ist, dann kommen wir halt wieder und immer wieder. Und ja, ich bin grau geworden nach 20 Jahren Teilnahme an der Hanfparade. Aber ich bin mir sicher, bevor ich in Rente gehe, werden wir Fachgeschäfte haben, wo jeder von uns, jeder Erwachsene ganz entspannt einkaufen kann, eine schöne Auswahl hat, ungestrecktes Zeug. Da wollen wir hin und mit eurer Hilfe schaffen wir das schneller, als meine Rente kommt. Also lasst uns dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich 80 Millionen Deutsche mitzählen können bei der legalisierten Weltbevölkerung. Denn der Wandel liegt nicht mehr in der Luft, der Wandel hat begonnen. Ich möchte schließen mit einem Satz aus der Berliner Deklaration, die Hans gerade eben erwähnt hat, der mir sehr gut gefallen hat, dieser letzte Satz. Wir hoffen auf Frieden. Also Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Und im Übrigen, kleines PS, wir machen einen grünen Block diesmal als DHV auf der Parade. Diesmal ohne fetten Wagen, ohne viel Musik, dafür viel politischer, mit viel Aussage, mit viel politischer Forderung. Also wer Lust hat, mit uns mitzugehen im grünen Block, da gibt es Luftballons, Rucksäcke, T-Shirts, grüner Block, Legalisierung. Bis gleich.